Wir entwickeln neue Materialien und die technologischen Prozesse dazu, dass wir mehr klimaneutrale, grüne Produkte auf den Markt bringen. Was wesentlich dabei ist, dass wir im Rahmen dieser Forschungsarbeiten vielen jungen Leuten Möglichkeiten geben können, ihre Studienabschlüsse wie Bachelorarbeiten, Masterarbeiten und auch Dissertationen im Rahmen hier zu machen. Wir selbst verfügen über Infrastruktur, wir haben Labors, wir haben technische Einrichtungen, die teilweise auch sehr produktionsnahe sind, und zumeist stellen wir die Leute an. Ich würde meinen, dass das Nachhaltigkeitsthema nicht nur auf der Materialseite für Woodcar Plus von Interesse ist, sondern auch Nachhaltigkeit in Richtung Personalentwicklung, in Richtung Nachwuchsförderung. Es beginnt bei uns schon im Volksschulalter, dass wir Mädels einladen, die bei uns das Labor anschauen können, die sich der Forschungsthemen widmen können, die Experimente machen können. Und es gibt durchaus Erfolgsgeschichten, dass dann Leute, die in der Volksschule bei uns waren, dann ein technisches Studium beginnen und dann bei uns als Mitarbeiterinnen wieder auftauchen. Aber wir beschäftigen uns auch ganz intensiv damit, unsere Leute auch persönlich weiterzuentwickeln. Also wir sagen, wir etablieren eine Workshop-Reihe zum Beispiel, wo wir wirklich an einem Innovationsprozess arbeiten, wo wir unterschiedliche Kreativitätstechniken anwenden, um so das Beste aus den einzelnen Personen herauszukitzeln, um dann auch die beste Lösung für unsere Firmenpartner zu erzielen. Im Rahmen unseres letzten Workshops unter dem Motto How we play and win together to forge the future haben wir als Unternehmen gemeinsam intensiv erarbeitet, wie wir uns auf zukünftige Herausforderungen, aber auch auf Chancen als führende außeruniversitäre Forschungseinrichtung für Holz und nachwachsende Rohstoffe vorbereiten können. Als Frau in einem MINT-Beruf macht es mich deswegen besonders stolz, Teil eines so offenen Unternehmens zu sein. Und ich freue mich natürlich auf zukünftige Chancen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und auch auf wissenschaftlicher Ebene bin ich sicher, dass wir hier bei Woodcar Plus weiterhin tolle, innovative und nachhaltige Lösungswege für unsere Projektpartner arbeiten werden. Ich finde es besonders schön zu sehen, wenn Leute, die frisch vom Studium kommen, bei uns wachsen, persönlich wachsen, fachlich wachsen können, wenn sie mit der Aufgabe neue Perspektiven einbringen und mit uns das Team gemeinsam gestalten und so auch die Zukunft gemeinsam gestalten.